das muss es jetzt sein. Das hoffe ich zumindest. Ich habe diesen Brief hier gekriegt. Ich soll herkommen. Es geht um einen neuen Auftrag für mich. Es steht aber nirgendwo, wer mir diesen Brief geschickt hat. Ja, wir werden es ja bald erfahren. Boah, jetzt aber schnell! Hallo? Hallo, ist da jemand? Endlich. Ich habe dich bereits erwartet. Wer ist da? Du hast dich bestimmt schon gefragt, wer hinter diesem Auftrag steckt. Ja, haben Sie mich herbestellt? Ich werde es dir aber nicht verraten. Ich werde mich auch nicht zu erkennen geben. Doch du hast einen Auftrag zu erfüllen. Und der wäre? Dreh dich um. Das ist doch der aus dem Rübengarten. Wie bitte? Na, ich meine, manche Leute behaupten, dass die Übersetzung des Namens Beethoven der aus dem Rübengarten bedeutet. Und das ist doch der berühmte Komponist Ludwig van Beethoven. Er ist es. Moment, ich werde gleich einmal nachschauen, was mein Computer über ihn gespeichert hat. Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven, Komponist. Geboren in Deutschland, Bonn am Rhein. 1770 bereits. Gestorben 1827. Der ist ja schon lange tot. Such ihn. Finde so viel wie möglich über ihn heraus. Ich habe 7 Fragen, die ich von dir beantwortet haben möchte. Und warum sollte ich das tun? Wenn du es nicht machst, bleibt das Tor dieses Hauses für immer verschlossen. Das sind ja schöne Aussichten. Aber was heißt, ich werde Beethoven hier in diesem Haus finden? Keine Antwort mehr. Naja, wir werden das schon irgendwie schaffen. Ein Notenblatt und Federkiele und Tinte. Und das sind Kaffeebohnen und eine Kaffeemühle. Ein Nachttopf. Speisekarten aus dem Gasthaus zum römischen Kaiser und... Moment, das? Das ist doch ein Hörrohr. Aha. Schau mal nach. Das ist ja unglaublich. Wenn man da durchgeht, ist man in der Steinzeit oder so. Und bei der anderen Tür? Dahinter toben die Ritter. Jetzt bleibt nur noch die dritte Tür. Musik. Aber ob Beethoven da dahinter ist? Ich meine, nach der Musik eines großen Komponisten hört sich das nicht an. Ich schau trotzdem. Kann das nicht sein. Nein, eher Wolfgang Amadeus Mozart. Klar, der kleine Wolfer, der war ja ein Wunderkind. Papa, schau, ein fliegendes Schwein. Ludwig, bleib da. Du musst üben. Ich will's nicht. Komm sofort her. Ludwig? Das Kind heißt Ludwig?
Dann ist das vielleicht doch Ludwig van Beethoven, der kleine Ludwig van Beethoven. Zum Spielen ist später noch Zeit. Wäre doch gelacht, könnte ich nicht auch aus dir einen Wunderknaben machen. So wie das Vater Mozart aus seinem Wolfgang Amadee gemacht hat. Du sollst berühmt werden, mein Junge. Am Hofe großer Fürsten sollst du musizieren. Ich will lieber spielen. Aha, Vater Beethoven wollte aus seinem Sohn ein Wunderkind machen, aber viel Spaß hat es dem kleinen Ludwig nicht gemacht. Bravo. So, heute ist unser großer Tag. Ja, unser erstes Konzert. Komm, Ludwig, wir müssen uns noch umziehen. Unglaublich, was man hinter diesen Türen erleben kann. Das muss so eine Art Zeitmaschine sein. Also, das werde ich jetzt gern sehen. Das erste Konzert von kleinem Ludwig in Köln. Ich glaube, wir finden es hinter dieser Tür. Aha. Heute. Dato, den 26. März 1778, wird auf dem Musikalischen Akademiesaal in der Sternengasse der Hoftenorist Beethoven die Ehre haben, sein Söhnchen von 6 Jahren zu produzieren, wo er allen Herrschaften ein völliges Vergnügen zu leisten schmeichelt. So ein Wunderkind. Ja, hochinteressant. Der 6-jährige Ludwig, da stimmt doch etwas nicht. Ist euch das auch aufgefallen? Vater Beethoven hat geschwindelt. Damit der Eindruck größer wird, hat er Ludwig ganz einfach jünger gemacht. Denn Ludwig van Beethoven kam doch 1770 zur Welt. Und 1778 war er daher bereits 8 Jahre alt. Er ist schon 8. Musikstück. Das kommt mir bekannt vor, aber von Beethoven ist es nicht. Das ist von Mozart. Dieses Musikstück hat Wolfgang Amadeus Mozart komponiert. Als Wunderkind wie Mozart ist Beethoven nicht bekannt geworden. Aber was habe ich hier noch alles? Er war hochtalentiert auf jeden Fall und sehr, sehr fleißig. Musik hat ihm Spaß gemacht, er hat Klavierspielen gelernt und außerdem Geige. Aber das scheint nicht gerade seine Stärke gewesen zu sein. Ganz gut, ganz gut. Es scheint mir gelungen. Aber ob sie das auch wirklich ist, in den Ohren eines Kenners. Ob meine Kompositionen etwas taugen? Ich müsste sie jemandem vorspielen. Aber wem? Mozart! Das ist die Idee! Jetzt geht's los. Auf nach Wien. 8
bis 10 Tage hat das damals gedauert. Unglaublich, wenn man daran denkt, dass man heute mit dem Flugzeug in, naja, etwas mehr als einer Stunde von Bonn nach Wien fliegt. Beethoven, der ist auf jeden Fall mit der Kutsche gereist, durch eisige Winterstürme. Und durchgerüttelt wurde er dabei auch noch ganz schön, denn Gummireifen oder Federungen, die gab's damals ja noch gar nicht. Aber was wohl Wolfgang Amadeus Mozart zu diesem eifrigen jungen Mann gesagt hat? Das war wohl die falsche Tür. Großer Meister Mozart. Bitteschön, junger Mann, was kann ich für ihn tun? Es wäre eine große Ehre für mich, euch vorspielen zu dürfen. Wenn er wünscht, das soll es sein. Bitte. Von sich reden machen. Gratuliere. Beethoven freut sich natürlich über Mozarts Lob und es gibt ihm neuen Mut. Nun ja, einige Jahre später, Ludwig van Beethoven ist mittlerweile ein erwachsener Mann geworden, beschließt er dann aber, seine Heimatstadt Bonn in Deutschland zu verlassen und nach Wien zu übersiedeln. Das tut er auch. Und kaum ist er in Wien angekommen, geht das Übersiedeln weiter und weiter und weiter und weiter. Alserstraße 30, zu klein. Pasqualatti-Haus, Mölkerpastei 8, zu teuer. Landstraße, Hauptstraße 26, sehr zugig. Heiligenstadt, Fahrplatz 2, nur fürs Erste geht's. Wisst ihr, was mich jetzt interessieren würde? Wie hat eigentlich so ein Tag im Leben des Ludwig van Beethoven ausgesehen? Zuerst musste er natürlich einmal aufwachen. Da werden wir ein bisschen nachhelfen. Schon so spät, höchste Zeit zum Aufstehen. Es ist erst 6 Uhr am Morgen. Er war wohl ein Frühaufsteher. Gleich notieren. In Traum
Im Traum ist es zu mir gekommen. Ich habe einmal gelesen, dass Beethoven sehr auf Sauberkeit bedacht war. Ob das stimmt? Herr van Beethoven! Herr van Beethoven! Hört's endlich mit der Wascherei auf! Ja, hören Sie mir nicht? Er war tatsächlich sehr reinlich und hat es als völlig normal empfunden, sich da mitten in seinem Zimmer zu duschen. Allerdings gab es auch damals noch keine Badezimmer, so wie wir sie heute kennen. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 Kaffeebohnen müssen es sein. Keine mehr und keine weniger. Kommt in meinen Kaffee. Kanzlerdiener, Herr van Beethoven, was darf ich bringen? Blutwurst mit Erdäpfeln und dazu ein großes Bier. Oje, die Blunzen ist leider Gottes aus, aber ich hätte noch einen Linseneintopf mit ein bisschen Speck. Ist Ihnen der Linseneintopf recht? Was will er denn noch? Ich hab's Ihnen passt, wollte ich wissen. Geh er in die Küche und hol er mir mein Essen und störe er mich nicht mehr. Einmal Linseneintopf. So ein Crunch, ja. Schrullig war er schon und stets mit seinen Kompositionen beschäftigt. Allerdings hatte er auch ein Hobby. Er hat in Trödlerläden allen möglichen alten Plunder zusammengekauft. Sie, was machen Sie denn da? Jetzt bleiben Sie mal stehen sofort. Bitte schön. Haben Sie das alles da gestohlen? Wie heißen Sie denn? Ich bin Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven? Der Komponist? Okay. Der Beethoven schaut doch ganz anders aus. Ein Lump sind Sie. Und das Diebsgut kommt gleich mit. Beethoven! Oh, ich hab's eh verstanden. Gehen wir schon schneller. Sind Sie schwerhörig? Ludwig. Also, hoffentlich muss er nicht im Gefängnis bleiben. Nein, da ist er schon. Aber was schreibt er da? Verehrter Graf, wie soll ich für das großherzige Geschenk nur danken? Das neue Klavier ist so wichtig für mich. War das alte schon klapprig und verstimmt? Gar vielmals Dank. Mhm, gut. Mit vorzüglicher Hochachtung, Ludwig van Beethoven. Es stimmt tatsächlich. Seine Klaviere hat Ludwig van Beethoven immer geschenkt bekommen. Er hätte sich so ein Instrument selbst gar nicht leisten können. Und das, obwohl seine Kompositionen damals schon sehr gefallen haben. Er war kein reicher Mann und immer auf die Gunst von wohlhabenden Gönnern angewiesen. Aber wisst ihr, was ich mir gerade überlegt habe? Wenn es damals schon Fernsehen gegeben hätte, wie wäre denn dann eine Sendung über Ludwig van Beethoven ausgefallen? Meine Damen und Herren, heute war es endlich soweit. Beethovens lang ersehnte dritte Sinfonie wurde uraufgeführt. Ludwig van Beethoven, ein Name, der uns allen sehr geläufig ist. Aber was sagen Menschen über ihn, die ihn eigentlich kennen müssten? Was können Sie uns von Ludwig van Beethoven berichten? Ja, den kenne ich. Für den tue ich immer Wäsche machen. Aber einfach ist das nicht. Kommen Sie, schauen Sie sich das an. Überall tut der seine Kompositionen draufschreiben. Was glauben Sie, wie schwer das wieder rausgeht? Aber zum Glück gibt's für mich ein ganz neues Seifenflockenpulver. Das wäscht noch weiter. Stopp, ich habe keine Werbung. Vielen herzlichen Dank. Wir fragen gleich weiter. Der Herr Beethoven, ja. Der wo immer nur seine Musik im Kopf hat und die ganze Nacht nur Lärm macht. Also wenn Sie mich fragen, der ist nicht ganz richtig im Kopf. Der Verrückte? Der ist ja gefährlich. Nur weil wir keine Blunzen mehr haben, braucht er mir ja nicht den ganzen Linseneintopf mit ein bisschen Speck über den Kopf schütten. Der spinnt. Beethoven. Ah ja. Ich habe erst kürzlich erfahren, dass er ein deutsches Wort für das Pianoforte erfinden soll. Pianoforte, Pianoforte. Ja, so nannte man früher das Klavier, Pianoforte. Piano, das heißt leise in der Sprache der Musik. Forte ist laut.
Und deswegen hat Herr van Beethoven als Namen für das Klavier Schwach-Stark-Tastenkasten vorgeschlagen. Darauf muss man auch einmal kommen. Schwach-Stark-Tastenkasten. Nicht schwach. Der Ludwig ist wirklich süß. Ich meine seine Musik. Er ist genial, finde ich. Aber in letzter Zeit ist er ein bisschen seltsam geworden. Ja, da ist er einfach an uns vorbeigegangen. Gar nicht wahrgenommen hat er uns. Wahrscheinlich überarbeitet. Ja, Ludwig van Beethoven war bekannt für seine eher missmutige Art und bei einigen Leuten hat er sich dadurch nicht gerade beliebt gemacht. Aber warum war er eigentlich so? Da muss es doch einen Grund dafür geben. Ich werde einmal meinen Computer dazu befragen. Wir waren Ludwig van Beethoven auf der Spur. Wir müssen möglichst viel über ihn herausfinden, damit wir später diese Fragen beantworten können. Schließlich möchte ich irgendwann hier auch wieder rauskommen. Beim letzten Mal haben wir noch herausgefunden, dass er sich verändert hat. Aber wann verändern sich Leute? Zum Beispiel, wenn sie sich verlieben. War er auch verliebt? Was sagt mein Computer? Beethoven verliebt. War er. Und hier taucht ein Name auf, Therese. Also, da bin ich jetzt gespannt. Dieses Musikstück, das kennt ihr sicherlich. Für Elise heißt es. Beethoven hat es sicherlich für die Dame komponiert. Aber Moment, die heißt doch Therese. Deswegen heißt das Musikstück wahrscheinlich für Elise. Der Name konnte nicht mehr richtig entziffert werden. Armer Beethoven. Sein ganzes Leben lang hat er nicht die Frau gefunden, die zu ihm passte. Aber seine missmutige Art, die muss einen anderen Grund gehabt haben. Nur welchen? Und das finde ich sicher hinter einer der Türen heraus, hinter dieser versuche ich's. Alles still? Das war knapp. Ich probier's besser drüben. Bitte schön.
Bitte schön. Bitte schön. Was? Bitte schön. Was darf ich Ihnen bringen? Zahlen bitte. Ja, aber Sie haben ja noch gar nichts gehabt. Na, nirgends hat man seine Ruhe. Ja, was können Sie da nicht machen? Kommen Sie sofort mit meinem Tischtuch wieder zurück! Das ist so unglaublich. Beethoven, es ist ein bisschen leise. Herr von Beethoven, es ist ein bisschen leise. Er ist taub, er ist taub. Jetzt ist alles klar. Er hat nichts mehr gehört. Ludwig van Beethoven hat sein Gehör verloren und ist taub geworden. Das muss so ziemlich das Schlimmste sein, was einem Komponisten überhaupt zustoßen kann. Stellt euch das vor, ihr wollt Musik machen und könnt selbst nicht mehr hören, was ihr da eigentlich spielt. Vielleicht war das auch der Grund, warum er so oft so missmutig und grantig war. Aber versetzt euch doch einmal in seine Lage. Er muss die Welt ungefähr so erlebt haben. Bravo, 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 bravo. Beethoven. Der hat es damals mit verschiedenen Hörhilfen probiert, aber die Technik, die war einfach noch nicht so gut und es hat alles nichts genützt. Trotzdem aber hat er komponiert. Denn er konnte sich die Musik so genau im Kopf vorstellen, dass es für ihn überhaupt nicht notwendig war, sie auch selbst zu hören. Hier, das Ei, wie bestellt. Im Kern ganz weich, nur das Äußere des Dotters ist hart. Das Eiweiß ist hart. Das Ei hat einen Sprung. Das ist jetzt blöd. Sie Versager! Herr van Beethoven, was ist mit der Ouvertüre zu Fidelio? Haben Sie sie endlich fertig geschrieben? Ist sie jetzt endlich fertig? Die Ouvertüre zu Fidelio, ist sie fertig? Die Ouvertüre, genau. Schreiben. Sie ist noch nicht fertig. Ich bringe sie morgen zur Probe. Ja, ja, mit Hilfe dieser Konversationshefte hat sich Beethoven noch einigermaßen verständigen können. Aber es war eine schwierige Art, miteinander zu reden. Die Besucher mussten nämlich ihre Fragen in die Hefte eintragen und Beethoven hat dann geantwortet. Aber Moment, was haben die beiden da gerade von ihm wollen? Eine Ouvertüre. Ouvertüre, schwieriges Wort. Was sagt mein Computer dazu? Ouvertüre. Und das ist ein Musikstück am Beginn einer Oper. Meistens schon mit den wichtigsten Melodien aus dem Werk. Früher wurden Besucher dadurch aufgefordert, ihre Plätze einzunehmen. Heute sitzen natürlich schon alle, wenn die Ouvertüre zu Beginn der Oper gespielt wird. Er hat sofort angefangen, die Ouvertüre aufzuschreiben. Diesmal auf eine Speisekarte, denn Tischtuch hat er keines mehr bekommen. Thank you.
Er schläft noch. Jetzt verstehe ich, warum er nicht zur Opernprobe gekommen ist. Er wird die ganze Nacht durchkomponiert und ist erst am Morgen eingeschlafen. Aber wir brauchen die Ouvertüre. Und dann ist Premiere. Da müssen wir irgendwas spielen. Ouvertüre. Verlegen Sie mit Speck, Spargel mit Butter, Sardellen in Essig und Öl, Milchspeise, Rehöten. Das ist sie. Aber noch nicht fertig. Nicht fertig. Wir nehmen irgendetwas. Wir müssen etwas spielen. Irgendwas? Irgendetwas. Das klingt gut. Das nehmen wir. Das auch. Und so wurde bei der Uraufführung seiner einzigen Oper etwas gespielt, das gar nicht dazugehört hat. Fidelio, ich werde mal nachsehen, was mein Computer alles darüber gespeichert hat. Fidelio. Aha. Fidelio, eine Oper, eine Liebesgeschichte. Das muss die große Arie aus dem ersten Akt sein. Leonore hat sich als Mann verkleidet, um ihren geliebten Florestan aus dem Gefängnis zu befreien. Die Oper Fidelio, die war zu Beginn kein großer Erfolg. Aber dann wurde einiges geändert und sie hat den Leuten besser gefallen. Und aufgeführt wird sie auch heute noch. Aber wisst ihr was? Wir haben Ludwig van Beethoven jetzt immer beim Musikmachen gesehen und gehört. Und beim Komponieren. Und wie sieht's mit Ferien aus? Hat er niemals Ferien gemacht? Ich schaue jetzt gleich einmal nach. Ja, was glauben Sie denn? Was sind da machen? Sind Sie verrückt? So ein Wahnsinniger! Meine schönen, frisch markierten Fensterflügel! Das ist ja unglaublich! Ist es denn nicht genug, dass ich mir den ganzen Tag dieses abscheuliche Geklimper anhören muss? Und jetzt auch noch das? Ja, was wollen Sie denn nicht noch alles voll schmieren? Das werden Sie mir alles bezahlen. Das garantiere ich Ihnen. So was ist mir ja noch nie untergekommen. Da, 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 da. Nicht schlecht. Nach der Abreise des Komponisten kam plötzlich ein Nachbar zu dem Wirt. Er hatte beobachtet, dass Beethoven etwas auf die Fensterflügel geschrieben hatte. Ist das möglich? Dankeschön. Ja, Herr van Beethoven, das ist ja eine wahre Freude, Sie wieder hier zu haben. Mein Gott, was für ein Glück. Fühlen Sie sich wie zu Hause bei uns. Und wenn Sie einen Wunsch haben, ich werde Ihnen von den Augen ablesen. Ich hoffe, Sie werden wieder Ihre schöne Musik spielen. Und hoffentlich fällt Ihnen wieder so viel ein. Schreiben Sie nur, wohin Sie wollen, gell? Und wo ist der andere Flügel? Pech gehabt. Den hat schon der Nachbar gekauft. Aber mit ein bisschen Glück kann ich in ein paar Wochen zwei neue anbieten. Mit neuen Kompositionen drauf. Und wie geht's Herrn von Beethoven? Der Meister will nicht gestört werden. Herr Wirt! Herr Wirt! Haben Sie es bekommen? Natürlich. Oh!
Hat er schon wieder gekritzelt? Nein, noch nicht. Aber er spült schon. Hoffentlich schmiert er uns wieder alles an. Da kriegen wir viel Geld. Und dann kaufen wir uns eine neue Kuh. Also. Wo sind wir denn jetzt hingeraten? Komisch. Und Herr Beethoven? Wo könnte der sein? Freude! Freude, schöner Götter, Funke, Tochter aus Elysium. La, 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 la. Luis, was ist da los? Ein bisschen starten. Freude, schöner Götter, Funke, Tochter aus Elysium. Freude. Freude! 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 Schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten Feuerdrucken, himmlischen Dein Haar. Naja, seine Musik hat anscheinend nicht nur Bewunderer gehabt. Aber stellt euch einmal vor, obwohl er schließlich stocktaub war, hat Beethoven seine Musikstücke noch immer selbst dirigiert. Ende der Uraufführung seiner 9. und letzten Symphonie, da hat das Publikum getobt vor Begeisterung. Beethoven aber hat sich weder umgedreht noch verneigt. Er hat den Jubel nicht gehört. Ein Applaus, der bis heute nicht verstummt ist. Aber im Jahre 1827, am 26. März, da verstarb Ludwig van Beethoven nach langer, schwerer Krankheit während eines stürmischen Frühlingsgewitters. Na, doch die Musik, die er komponiert hat, die wird auch heute noch gerne gehört und gespielt. Na, hast du dir alles gemerkt? Ja, ich glaube schon. Und ihr? Habt ihr euch auch alles gemerkt? Was wollen Sie jetzt wissen? Die erste Frage lautet: Wie alt war Beethoven, als er sein erstes Konzert gab? Da war er 6. Nein, 8 Jahre alt. 8 Jahre war er. Richtig. Wen besuchte der junge Ludwig zum Vorspielen in Wien? Das war Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, wozu brauchte Beethoven so viele Hefte? Na klar, zum Sprechen. Um mit anderen zu sprechen, er war ja taub. Worauf hat Beethoven die Ouvertüre zu seiner einzigen Oper Fidelio geschrieben? Das weiß ich genau. Auf eine Speisekarte. Ja, wie viele Symphonien hat Beethoven geschrieben? Er hat 9 Symphonien geschrieben. Gut. Wie hieß Beethovens unglückliche Liebe? Elise.
Therese, Therese war's. Mhm. Und wie viele Kaffeebohnen waren in seinem Kaffee? Das ist schwierig. Es waren 60 Stück. Ja. Komm bald wieder. Es gibt noch viele andere Komponisten, die du hier kennenlernen kannst. Und ich habe noch zahlreiche andere Fragen. Auf Wiedersehen. Ja, wir kommen gern wieder. Auf Wiedersehen.